Jo, schönen guten Morgen am Freitag, kurz nach 8. Der Servicetechniker ist unterwegs zum ersten Ticket. Und ich habe mich wiederholt nach meinem kleinen Haushaltsunfall gestern beim Kochen. Als ich den Hänsel nachgekocht habe, Kartoffelrösti mit Lachs-Tatar. War eine Riesensauerei, hat auch ewig gedauert. Ne? Ich bin ja wirklich kein erfahrener und geübter Koch. Aber geschmeckt hat's geil. Flo war auch da. Der mochte leider keinen Lachs. Ne? Pech für ihn. Aber die Kartoffelrösti waren auch super. Aber wie gesagt, ewig gedauert mit knapp 38 Minuten. Verletzung eingefahren. Riesensauerei nachher in der Küche. Da gibt es aber noch ein separates Video dazu. Ich war jetzt nach Konstanz, wie gesagt, zum ersten Ticket. Ja, und ich sagte doch gestern, der Staat braucht Geld, denn ich habe jetzt heute Morgen schon wieder zwei Blitze gesehen. Einer steht in Engen, in der 30er-Zone, ja, Richtung Autobahn, und einer steht auf der B33, Höhe Allensbach, ne? Also schön aufpassen, ne? Ja, bei 14 Grad und herrlichem Sonnenschein rolle ich hier gerade Konstanz rein. Bin jetzt auch, glaube ich, beim ersten Kunden. Und zwar geht es da um eine Inbetriebnahme eines Cisco-Routers, allerdings lediglich über LTE, weil wohl die Festverbindung noch nicht steht. Und bei dem Kunden handelt es sich um ein Hotel. Ne? Also, schauen wir mal, wie es läuft. Ja, jetzt weiß ich auch, warum es da keine Festverbindung gibt. Das ist nämlich noch komplette Baustelle. Und da vorne ist mein Ansprechpartner. Ja, danke schön. Mit Parkplatzeinweisung. Sehr nett. So, das ist der Cisco Router. Und das soll jetzt über Mobilfunk jetzt erstmal in Betrieb gehen. Und ja, hier gehen die Antennen weg. Und jetzt müssen wir mal gucken, warum das sich nicht einwählt. Ja, für den Moment mal erledigt. Wir mussten jetzt den Router komplett umbauen bzw. versetzen in den Bereich, wo wir Mobilfunkempfang hatten. Ja, das steht halt irgendwo jetzt im Büro an der Wand. Antenne haben wir rausgeführt, irgendwie auf dem Fenstersims. Also, naja, professionell ist anders, aber Kunde kann jetzt wenigstens mal arbeiten, bis seine Festverbindung kommt. Und das ist jetzt mal das Wichtigste. Ich fahre jetzt weiter. Mensch, und ganz schön warm mittlerweile. Ja, mittlerweile stehe ich hier mitten im Parkverbot, aber hilft nichts. Mein Kunde ist hier gerade ums Eck und ich hoffe, dass ich jetzt kein Ticket bekomme. So, mittlerweile bin ich im Serverraum des Kunden.
Ja, und zwar soll der Cisco hier nicht mehr erreichbar sein. Warum? Erschließt sie mir jetzt noch nicht. Vorhin wurde ein neuer geliefert von meinem Superpaketdienst. Und natürlich mit 1,5 Stunden Verspätung, versteht sich. Und jetzt müssen wir mal gucken, was da ist. Ja, also wie ich sagte, das ist eigentlich alles in Ordnung. Das Problem war scheinbar, dass das Mobilfunk-Backup nicht umspringt, wenn die Festverbindung weg ist, aber das stimmt so auch nicht. Ich glaube eher, dass hier Empfangsprobleme gibt, wenn hier die Türe zu ist von diesem Serverraum. Das ist mein Verdacht. Ja, jetzt kriege ich gleich mal einen Rückruf und so lange rauche ich jetzt mal eine. So. So, mittlerweile habe ich den neuen Router doch mal provisorisch hier aufgebaut, weil ja, das Mobilfunk-Backup wohl doch nicht immer anspringt. Ja. Das hat wohl doch nichts mit dem Empfang zu tun. Ne? Schade, Marmelade. Das heißt, ich mache jetzt die neue Config auf den Router drauf und hoffe, dass er dann auch gleich online geht, ne? Damit es nicht so lange dauert. Ja, mal kurz das Lebenszeichen von mir. Ich bin immer noch da und mittlerweile gibt es den Verdacht, dass ja, dieser Fehler aufgrund eines Firmware-Updates, das irgendwann mal nachts stattgefunden hat, aufgetreten ist, ja, oder auftritt, ja, weil es anscheinend bei anderen Kunden auch so ist, ne? Katastrophe. Engineering ist jetzt gerade drauf, kriegt aber jetzt die Kiste auch nicht zum Laufen bis jetzt. Ja, jetzt bin ich hier echt 3 Stunden mit in der Fußgängerzone gestanden, total verboten, aber trotzdem kein Strafzettel, Gott sei Dank. Timeout! Und es funktioniert eigentlich immer noch nicht, ja. Und keiner weiß, warum. Ja, hat jetzt einige echt kompetente Leute dran, kann sich keiner erklären, warum das Mobilfunk-Backup nicht anspringt. Ne? Wie gesagt, da stehen jetzt mehrere Theorien im Raum. Ja, jetzt läuft doch zu, Mensch. Ja, aber letztendlich weiß es keiner so genau. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass bei dem neuen Router, der war nicht wirklich neu, der war halt Refurbishment, ja, also ja, wieder instand gesetzt, dass da irgendwas ist mit einem GSM-Modul, ne? Weil der erkennt keine SIM-Karte in keinem Slot und. Ja, geht gleich weiter, Moment. Ja, weil mir ist schon aufgefallen, als ich den Router bespielt habe mit der neuen Config, konnte ich das nicht über den USB-Stick machen, hat er auch nicht erkannt, komischerweise. Obwohl ich eigentlich immer den gleichen USB-Stick für alle Cisco-Router benutze. Ja, also ganz, ganz seltsam und ja, auf jeden Fall, da muss man nochmal hin, wahrscheinlich kommt da nochmal ein neuer Auftrag mit einem neuen Router. Ja, und der Hammer ist ja, ich hätte jetzt noch 3 Tickets gehabt, ja, jetzt haben wir 14:03 und die hätte ich gehabt so im Raum Sulz-Rottenburg, ja, das heißt, da hätte ich wahrscheinlich Nachtschicht heute einlegen können. Ich habe jetzt aber alle Kunden angerufen und habe denen die Situation erklärt. Und die waren alle total gechillt, ne? Gott sei Dank. Ja. Es waren die meisten Privatkunden mit Bandbreitenproblemen und so, also nicht wirklich komplett Ausfall. Aber waren alle gechillt. Ich habe gesagt, ich komme Montag und am Montag gibt es auf jeden Fall Großkampftag. Ja, und mit 7 Kilometer Restreichweite bin ich jetzt gerade noch an den Tankstelle gefahren und habe getankt. So. Jetzt holen wir mal was zum Essen, weil ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen, Mensch. Und ja, dann bleibe ich auf jeden Fall nur Standby. Vielleicht kommt ja noch was hier in der Nähe. Und ja, schauen wir mal. Aber jetzt hier erstmal hier Essensaufnahme. Ja, nach so einem mittelprächtigen Festbar bin ich jetzt kurz vor Tuttlingen. Habe jetzt auch nochmal das Ticket bekommen für Villingen-Schwenningen, wo ich jetzt so ewig rumgeeiert habe. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht lassen wir jetzt mal einen neuen Router nach Hause liefern und werde den dann nochmal in aller Ruhe bespielen übers Wochenende, so dass ich den am Montag vielleicht nur hinstellen muss, ne? Mal gucken. Ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich jetzt so ein bisschen Standby, werde so ein paar private Dinge erledigen, ne? Wochenende steht ja vor der Tür. Heute Abend, ne? Wieder EDM-Mucke ab 21 Uhr bei Twitch, wer Bock hat. Und ja, morgen gibt es ja die Servicetechniker-Party, 4 Stunden lang, von 20 bis 0 Uhr, ebenfalls bei Twitch. Und da läuft da wirklich so ziemlich alles, ne, an Party-Mucke. Also, wenn ihr Bock habt, einschalten.
Störung.